Ich darf mich kurz vorstellen, ich bin Joachim Paul, Hochschuleuropa- und wirtschaftspolitischer Sprecher der Piratenfraktion im hiesigen Landtag. Und ich habe vor nicht ganz einem Jahr in Dortmund einen kleinen Kongress veranstaltet zum Thema Ökonomie der Zukunft. Und wenn ich das hier sehe, finde ich, den sollte man hier wiederholen. Da ging es auch um diese anderen Aspekte, Automatisierung und so weiter. Erstens mal, ich verstehe das Rumgerätsel um die Motivation von Herrn Timotheus Höttges nicht. Ich sage mal ganz banal. Als Advocatus Diaboli, der will einfach seine Lohnkosten senken. Die Telekom stellt keine Mitarbeiter mehr fest ein, sondern nur noch Honorarkräfte und muss ein ziemliches Honorar bezahlen, damit die ihr Leben fristen können. Und er möchte einfach die Last für das Unternehmen reduzieren. Ich sage das mal so provozierend. Der zweite Punkt ist der, wenn man über das BGE und bedingungslos redet und wir haben ein Recht drauf, Recht auf sichere wirtschaftliche Existenz, dann kommt mir das manchmal so ein bisschen vor wie das Gequatsche von der Würde des Menschen. Die ist ja auch nicht mit Leben erfüllt, die klebt einem wie Hundescheiße am Hacken, wenn man reingetreten ist. Man kann trotzdem aber weiter ausgebeutet, vergewaltigt oder sonst was werden, sieht man ja überall auf der Welt. Von daher die Frage, wenn wir die Verteilungsfrage stellen, und das BGE ist eine Verteilungsfrage, und ich bin ein deutlicher Befürworter des BGE, das möchte ich dazu sagen, bevor hier jemand schießt, dann müssen wir auch über die Verteilung der gesamtgesellschaftlich relevanten Restarbeit sprechen. Und wenn ich dann abgestraft werde von der Partei, von der eigenen Fraktion, weil ich möchte, dass Stahlwerker bei vollem Lohnausgleich nur 30 Stunden die Woche arbeiten müssen, weil das nämlich tierisch auf die Knochen geht und ich mir für die Chemiewerker dasselbe vorstelle, dann frage ich mich, wenn wir über eine Zuteilung oder Verteilung von Kaufkraft reden, müssen wir genauso über eine gerechte Verteilung von Arbeit reden. Und das stellt natürlich die Frage nach dem Arbeitsbegriff an sich. Ich bin bereit, den viel weiter zu fassen als Marx. Ist überhaupt kein Thema. Und wenn man dann die Frage stellt, wie hoch die Zuteilung sein soll, dann sagt der BGE-Theoretiker André Gorz, die Höhe entscheidet, ob es dem Individuum die Freiheit gewährt, tatsächlich nicht arbeiten gehen zu müssen. Und wir wissen, dass in Finnland gerade ein neoliberales BGE in der Debatte ist, damit die Leute wieder motiviert werden, für niedrigere Gehälter arbeiten zu gehen. Das heißt also, das BGE soll nicht ganz reichen. In der Schweiz sieht es ein bisschen anders aus mit den 2500 Franken. Wenn ich dann aber höre, in Zürich ist die Armutsgrenze für eine Linienmutter mit einem Kind bei 4000 Franken, dann ist das auch ein neoliberales BGE. Das heißt, wir müssen tatsächlich diese Frage stellen. Und als positiven Effekt möchte ich noch in die Debatte bringen, wenn von den Leuten, die dann nicht mehr arbeiten gehen, sondern mit dem BGE sich zufrieden geben, um zu leben, die sind ja nicht tätigkeitslos, die machen ja was. Und wenn von diesen Leuten nur 1 oder meinetwegen 5% Ideen produzieren, die wiederum der wirtschaftlichen Verwertung zugeführt werden können, haben wir eine Innovationsrendite, über die wir noch gar nicht gesprochen haben.